Jo Leute, damit willkommen hier zu einem weiteren kurzen neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es wieder um eine Herausforderung und zwar hier aus dem 8-Ball- und Scratch-Herausforderung. Hierbei gibt es jetzt die Aufgabe Schwimme bei verschiedenen Schwimmverbotenschildern und ich zeige euch heute auf jeden Fall, wo diese zwei Schilder sind und dafür sehen wir uns gleich ganz kurz in einer Runde Gruppenkeile. So, jetzt bin ich hier in der Gruppenkeile und ich zeige euch jetzt hier direkt den ersten Ort von so einem Schild und dafür müssen wir jetzt zum Staudamm bzw. zu Hydro 16 fliegen. Und genau hier vorne, wo schon der andere Typ ist, gibt es dann direkt dieses Schild. Hier vorne ist nämlich ein Schwimmverbotenschild. Und jetzt gehen wir hier ins Wasser und schwimmen mal. Und wir sehen schon, das Ganze zählt. Das wäre hier Schild Nummer 1. Befindet sich auf der Karte genau hier. Und jetzt zeige ich euch auch das zweite Schild. Das Schild Nummer 2 gibt es hier direkt in der Nähe von Lazy Lake. Und zwar hier vorne. Diesmal steht das Ganze nämlich genau hier am Rand. Also auch hier springen wir mal rein. Und wir sehen schon, das Ganze hat gezählt. Wäre auf der Karte also genau hier. Oben an der Stelle direkt neben Lazy Lake. Und das waren auch schon die zwei Schilder. Wie ihr gesehen habt, war das Ganze mega einfach. Und das war's mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.